High Life in High Heels, der Podcast von und für erfolgreiche Ladies. Präsentiert von Marie-Christine Höfler. Ja, sie ist jung, dynamisch und voller Tatendrang. Sie hat schon viele Teile dieser Welt bereist, in bereits sehr, sehr jungen Jahren. Und studiert derzeit digitales Medienmanagement und Contentproduktion in Wien. Aber nicht mehr lange, denn auch das nächste Studiensemester zieht sie ins Ausland, nämlich nach Frankreich. Die Rede ist von Bloggerin oder Zukunftsbloggerin und Influencerin Diana Rasche. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Danke. Ja, ein total spannendes Leben, das du führst. Wie ist denn so dein Leben momentan? Wie schaut es denn aktuell aus? Du bist in wenigen Tagen schon nicht mehr hier. Ja, also ich bin vor circa einem Jahr nach Wien gezogen, bis über einem Jahr, und habe angefangen, hier Contentproduktion und digitales Medienmanagement zu studieren. Und habe auch gleichzeitig eben einen Job gesucht in der Branche, wo ich einfach meine Fähigkeiten üben kann und mich auch weiterentwickeln kann. Und auch nebenbei einfach Projekte in dem Bereich Medienproduktion zu starten. Und ich selbst würde mich zwar noch nicht als Influencerin oder Bloggerin bezeichnen, aber ich habe über die letzten Jahre immer mal wieder eben kleine Medienprojekte betreut und selbst auch aufgezogen. Und ich würde gerne irgendwann mal dahin kommen, dass ich mit meinem eigenen Content zumindest ein finanzielles Standbein aufbauen kann. Du bist ja schon sehr erfolgreich. Du studierst ja nicht nur, sondern arbeitest ja auch schon in dem Bereich sehr erfolgreich. Und ich habe einmal mit dem Begriff Influencer nichts anfangen können. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich gedacht, oh Gott, welcher Virus geht jetzt und welche Grippe? Nein, aber wie siehst denn du das, wie ist es denn heutzutage und wie sehen das denn junge Leute? Will jeder momentan Influencer werden? Ist das so eine Art Berufskategorie und Ziel? Oder? Ja, also ich glaube, da streiten sich die Geister. Also ich hoffe, dass ich jetzt nicht sage, dass irgendein Hate auf mich zieht. Ja, Influencer ist eigentlich eine Berufsgruppe, kann man sagen, die sich in den letzten 5 Jahren etabliert hat. Und am Anfang wurde es noch sehr, sehr belächelt. Und mittlerweile ist es aber eigentlich schon immer mehr als Beruf anerkannt. Also Influencer sind meiner Meinung nach Personen, die online eine sehr starke Präsenz haben und sich über die letzten Jahre auch aufgebaut haben in bestimmten Bereichen, sei es jetzt Beauty, sei es Fashion, sei es DIY-Projekte. Es kann alles Mögliche sein und die einfach sich eine große Followerschaft aufgebaut haben und durch ihren Content, den sie machen, andere Leute inspirieren oder zumindest eine Art von Mehrwert bieten oder Mehrwert bieten sollten, weil viele tun es nämlich auch nicht. Und dann eben durch Marken, Kooperationen damit Geld verdienen. Ja, und ich glaube einfach, dass dieser Job sehr, sehr ansprechend für viele junge Menschen ist, da wir ja so diese Generation Digital Natives sind und viele von uns unglaublich gerne unabhängig sein wollen, international arbeiten, viel reisen und so dieses Leben, was man denkt, was die meisten Influencer führen, sieht natürlich auf Instagram total toll aus und sieht aus wie ein Traumjob, auch wenn es natürlich viele Schattenseiten gibt. Es sieht ja immer alles so einfach aus und so leicht aus und ich habe immer mal den Satz gehört, alles was einfach ist, ist schwer und alles was so richtig schwer aussieht, das ist oft gar nicht so schwierig. Aber eben wie du sagst, es ist alles so easy und so luftig und so leicht. Du hast ja selber ein ziemlich gut, sag ich mal, frequentiertes Profil auch. Viele Follower schon. Also ich meine, natürlich gibt es Influencer, die jetzt weit mehr haben, aber ich sag mal, du möchtest dir da ja auch etwas aufbauen, bist da schon sehr, sehr gut unterwegs. Wann hast du die Entscheidung getroffen, das zu machen? Eigentlich muss ich sagen, dass ich in diese Welt gekommen bin mit circa 12 Jahren, als YouTube gerade so angefangen hat. Ich habe damals eben, also Instagram gab es da noch gar nicht. Ich habe eben YouTuber geschaut aus dem amerikanischen Bereich, habe so auch ziemlich gut Englisch dann gelernt und habe ziemlich schnell gemerkt, dass das was ist, was ich unglaublich gerne machen würde, weil ich einfach schon immer sehr kreativ war und mich durch verschiedene Dinge ausdrücken wollte, ob es Tanz war, ob es Kunst war, Fotografie, und habe einfach gedacht, dass das die ideale Plattform für mich ist, und wenn ich davon auch noch leben könnte, das wäre natürlich eigentlich ein Traum. Und habe aber sehr, sehr lange gebraucht, bis ich mich selbst mal vor die Kamera getraut habe und habe dann mit 16 angefangen, einen YouTube-Kanal zu betreiben, der auch unglaublich erfolgreich war für die kurze Zeit. Musste dann aber auch aus gesundheitstechnischen Gründen und auch wegen der Schule das dann einstellen und habe aber eigentlich jetzt erst wieder vor circa einem Jahr angefangen, wieder ein bisschen mehr in die Richtung zu machen. Und
worüber bloggst du da so? Oder was sind deine Themen, auf die du dich auch in Zukunft dann fokussieren möchtest? Ja, also früher muss ich sagen, war ich sehr, sehr stark in dieser sehr oberflächlichen YouTube-Welt, wie es zum Anfang auch sehr stark war, in diesem ganzen Beauty- und Fashion-Bereich. Und ich war einfach auch von der Persönlichkeit her noch nicht so weit, dass ich jetzt gesagt habe, ich setze mich mit eigenem Content durch und muss auch sagen, dass diese Welt sehr große Schattenseiten hatte, unter denen ich auch sehr gelitten habe. Was zum Beispiel oder was ist? Ja, einfach dieser ganze Druck, der durch Instagram entsteht. Also ich mache mir selbst einen unglaublichen Druck, was Erfolg angeht. Weil wenn ich andere Influencer sehe, die irgendwie so alt sind wie ich und schon ihr eigenes Unternehmen haben, denke ich mir auch, oh, ich bin genauso alt, wieso habe ich sowas nicht? Oder auch im Bereich jetzt Körper und Figur hatte ich auch sehr große Probleme. Deswegen, das ist ja ganz, ganz schlimm, oder? Dass man einfach sagt, durch dieses permanente Präsentsein, ständige Posten wollen, mindestens einmal am Tag oder jeden Tag oder mehrmals am Tag, vielleicht schon andere, dass man eigentlich das ein ganzes Leben, richtet man das dann schon danach auf aus? Ja, extrem. Also ich habe das auch gemerkt, als ich dann gereist bin, habe ich auch gesagt, okay, ich will jetzt zu dieser Location, weil ich weiß, da kann man gute Instagram-Bilder machen. Und das ist eigentlich sehr schade. Und deswegen habe ich auch nicht den Wunsch, jetzt Vollzeit-Influencer zu werden, sondern ich würde eher sagen, ich möchte so crossmediale Künstlerin werden und einfach Projekte, die mir nah am Herzen sind, einfach umsetzen, doch durchaus regelmäßig in mir eine Community aufbauen. Aber ich möchte nicht alles auf eine Karte setzen, mich davon abhängig machen, weil mich das dann einfach auch zwingt, auch durch den Algorithmus einfach Content zu produzieren, hinter dem ich nicht stehe, der auch qualitativ nicht so hochwertig ist. Und deswegen, ich mag diesen Begriff Influencer eigentlich überhaupt nicht, weil ich persönlich auch sehr negative Assoziationen damit habe, wie auch die Gesellschaft. Grundsätzlich ist es natürlich nichts Schlimmes, aber jeder muss natürlich seinen Weg finden, wie er damit umgeht. Und du studierst ja digitales Medienmanagement und Contentproduktion. Ist da das Thema Bloggen, Influencer sein auch ein großes Thema davon? Oder sitzen da lauter Influencer und Blogger drinnen in so einem? Es kommt sehr auf den Jahrgang an. Also viele der Lektoren haben gesagt, dass in unserem letzten Jahrgang extrem viele dabei waren, die Bloggen und Influencer werden wollten. In unserem Jahrgang sehr, sehr wenig. Aber es geht durchaus in die Richtung. Also wir lernen einerseits, ich sage jetzt mal, die Seite dahinter, also auch in Bezug auf Influencer-Marketing, wie man das verwenden kann, wie Firmen quasi Influencer auch sehen und andererseits natürlich auch die Produktionsmethoden, die man selber können muss, um Content-Producer zu werden. Content-Producer, das sind alles Berufszweige, die es eigentlich ja vorher gar nicht so gab. Ja. Also es entstehen ja komplett neue Berufswelten dadurch. Und auch, ich denke mir, auch dieses permanente, wie man erscheint, eben wie du schon gesagt hast, immer schauen, dass man gut ausschaut und sich wohlfühlt. Ich meine, allein bei Instagram, es ist ja eine Scheinwelt in Wahrheit, weil es ist ja, oder auch Facebook, es ist ja irgendwie nichts. Wenn man da durchscrollt, denkt man, Gott, jeder hat ein wunderbares Leben. Ja. Wenn ich meinen Instagram-Feed von außen betrachte, denke ich mir auch, ich wünschte, mein Leben wäre so, wie es dort aussieht. Weil man natürlich nur seine Highlights postet. Und ich meine mittlerweile, also wie gesagt, Instagram ist ein Job. Und das sind professionelle Fotoshootings, die da abgehalten werden, die teilweise Stunden dauern. Da ist nichts irgendwie spontan. Ich meine, kann auch mal ein spontanes Bild dabei sein, aber die meisten sind sehr unspontan und gestellt und es ist bei weitem nicht so leicht und einfach, wie es aussieht und oft fühlt man sich auch nicht so toll, wie es vielleicht aussieht. Ich meine, du hast jetzt schon wirklich viele Follower auch, ich glaube, es sind über 1000 wie gesagt, das ist ja gar nicht so einfach. Ja. Also gerade jetzt mit den Algorithmen und wie du gesagt hast, das ist ziemlich schwierig, eigentlich so eine Reichweite aufzubauen. Ja. Wie hast du da eine Strategie gehabt oder schaust du auch immer, was ist jetzt wieder für ein neuer Algorithmus oder gleichst du das an das an? Oder? Ich glaube, man muss da schon drauf achten. Ich hatte halt das Glück damals, eben als ich mit 16 YouTube angefangen habe, war der Algorithmus noch anders und da gingen meine Videos innerhalb von kürzester Zeit durch die Decke. Also ein Video hatte über 350.000 Aufrufe. Und ich habe auch auf YouTube sehr, sehr schnell Abonnenten bekommen, habe da jetzt 6.000, was jetzt für mich jetzt auch nicht so viel ist, aber für andere vielleicht schon. Und Instagram habe ich auch früh angefangen, aber damals war es nicht hochfrequent genutzt von mir. Und jetzt mittlerweile schaue ich natürlich schon irgendwo, dass ich mir so ein bisschen der Algorithmus auf jeden Fall bewusst, aber ich lasse mich davon jetzt auch nicht wahnsinnig machen. Also ich versuche eher eine Community aufzubauen, bei der ich weiß, okay, die schätzen meine Inhalte und die würden auch wiederkommen, um sich das anzuschauen und irgendwelche Eintagsfliegen, die das nicht interessiert, die brauche ich auch nicht als Follower. Also ich würde mich eher auf diese Nische konzentrieren, als dass ich jetzt sage, ich muss jetzt Millionen an Follower haben. Ja. Okay. Ich
poste halt das, was mir gefällt und was ich teilen möchte und versuche mich da nicht unter Druck setzen zu lassen und schaue halt, dass es halbwegs frequent ist. Ja. Und hast du da so spezielle Themen, wo du sagst, das sind so die, wo du merkst, da gibt es viel mehr Likes als auf etwas anderes oder auf spezielle Bilder? Hat das eher mit der Bildgestaltung oder eher mit den Inhalten zu tun, wo du sagst, da variieren die Likes, die Follower, die Kommentare auch, die Leute dazu abgeben. Ja, stimmt. Ich habe vorhin ganz vergessen zu sagen, worüber ich eigentlich so auch Themen mache. Also was mir natürlich auffällt, ist, dass auf Instagram natürlich oberflächliche Themen schon gut gehen, aber auch sehr tiefgründige Sachen. Also ich merke es teilweise, wenn die Bildunterschrift wirklich eine Message hat und ich damit wirklich versuche, Leute zu erreichen, ist die Interaktion viel höher, als wenn ich nichts drunter schreibe und einfach nur ein Bild poste. Und die Qualität ist natürlich schon auch wichtig mittlerweile. Ich schaue schon noch, dass die Bilder ästhetisch einfach schön und professionell aussehen. Aber ich glaube, es kommt darauf an, dass man einfach einen roten Faden hat in dem, was man versucht rüberzubringen und welche Message man eben versucht zu zu verbreiten. Meine Themen sind eigentlich sehr breit gefächert, würde ich sagen. Also mich interessiert Psychologie, einfach Themen wie Achtsamkeit, Selbstdevelopment auch ein Stück weit, Feminismus, LGBT-Themen, viele eben auch so Body-Positive-Geschichten, weil ich einfach damals so unglaubliche Probleme damit hatte und ich einfach jetzt anderen jungen Frauen Hoffnung und Mut geben will, dass man da rauskommen kann und dass man schön ist, so wie man ist, sage ich jetzt mal. Und auch einfach in die Kunstrichtung. Also ich habe mir jetzt eigentlich gesagt, ich setze mir gar keinen roten Faden, sondern ich mache einfach das, worauf ich Lust habe und schaue, was sich dann daraus ergibt. Aber ja, ich fange auch an, mich immer mehr für Kurzfilme zu interessieren und greife da verschiedene Thematiken auf. Und ist das nicht vielleicht sehr schwierig, wenn du so eine riesen Bandbreite hast? Also sagst du, hast dann wirklich die Follower auch, die das teilen? Ja, eigentlich sollte ich mich auf eine Nische konzentrieren und sagen, ich mache nur was in die Richtung. Aber ich bin gerade noch auf diesem Pfad, dass ich sage, ich möchte einfach noch ein paar Dinge ausprobieren. Und wenn ich dann merke, okay, das taugt mir und das kommt auch gut an, dann würde ich wahrscheinlich in die Richtung weitergehen. Aber ich stehe ja noch relativ am Anfang, deswegen ja, schauen wir mal. Sehr, sehr spannend. Und was ist so dein persönliches Thema dabei, wo du sagst, unabhängig jetzt von Instagram und was es vielleicht sonst schon alles gibt, sondern einfach nur, was ist so dein Herzensthema? Gibt es da schon etwas, wo du sagst, in die Richtung könnte es gehen? Ich würde gerne in die Richtung Women Empowerment weitermachen, Body Positivity, Mode, Kunst. Das ist eigentlich eher so das und ich würde gerne einfach als positives Vorbild für jüngere Generationen mich etablieren, könnte man sagen. Und eben auch in die Richtung LGBT und Feminismus. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich deinen Feed anschaue, dann habe ich immer gesehen, dass du genau das sagst mit Body Positivity, aber die Leute, wenn die das sehen, ich habe immer gedacht, ja, aber wenn man so schön ist, dann ist es sowieso positiv. Also, ich bin ja nicht die Einzige, die das macht, zum Glück. Und es gibt natürlich auch ganz, ganz viele andere, die über das Thema berichten. Und ich meine, Schönheit ist was sehr, sehr Subjektives. Absolut. Ja. Und es gibt natürlich manche, die meinen, dass ich keinen Grund hätte, mich irgendwie schlecht in meiner Haut zu fühlen. Aber es gibt auch wieder andere, wo man es dann mehr versteht und Situationen, wo man es mehr versteht. Und vor allem, weil ich ja selber auch einen Tanzhintergrund habe und früher ja auch Tänzerin werden wollte und auch gemodelt habe und ein bisschen was in die Richtung auch machen will, ist halt in dieser Branche der Druck viel, viel, viel größer. Und was andere vielleicht als normal und schön ansehen, ist halt für die Branche dann viel zu dick oder nicht schön genug. Ja, ich glaube auch, dass es sehr, sehr subjektiv ist. Aber genau das kann ja auch die Message sein, oder? Dass man sich selber oft so ganz anders sieht. Ja, ich kann auch sagen, es gibt ja in der Gesellschaft mittlerweile diesen Trend. Es gibt diese ganz, ganz dünnen Models und es gibt dieses Plus-Size-wirkliche Curvy-Model, diese Nische. Aber es gibt kein Normal, also es gibt kein Dazwischen. Und ich bin eigentlich genau das, was dieses Dazwischen verkörpert. Und ich würde ganz gerne eigentlich auch es ist schwer eben in diesem Markt was zu finden, aber ich würde gerne in die Richtung einfach gehen und zeigen, dass es egal ist. Man muss jetzt nicht irgendwie super kurvig sein und auch nicht super dünn sein, sondern normal ist auch vollkommen okay. Ich fand das total toll. Ich war letztens mit meiner Tochter shoppen in der Barbie-Abteilung. Ja. Und es war das erste Mal, dass ich Barbies gesehen habe, die nicht wie herkömmliche Barbies ausgesehen haben. Ich war total erschrocken, weil ich mir gedacht habe, also die waren jetzt nicht dick, es gibt jetzt auch dicke Barbies, so richtig, sag ich mal, mollige Barbies, ja. Aber es gab auch jetzt einfach so normale, also so ein Mittelding, so richtig weder dünn noch ein bisschen mollig, sondern so dieses
was wir vielleicht als normal empfinden in unserer Gesellschaft. Da habe ich mir dann auch gedacht, okay, es ist da jetzt schon ein Umdenken, wenn es jetzt schon die Barbie endlich tut. Also finde ich super. Aber ich glaube, dass das eher eigentlich die breite Masse ist, oder? Weil ich meine, es sind die wenigsten sehr, 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 sehr dünn, also zum Glück auch. Vielleicht, es gibt sicher auch eher dickere vielleicht, aber ich glaube, dass schon die Masse eher so Mittelmaß ist. Und ich glaube, da kannst du gut deine Leute erreichen, oder? Ja, ja, ich hoffe es auf jeden Fall. Es ist halt einfach, dass die Modeindustrie exklusiv bleiben möchte und einfach das, was die Mehrheit nicht hat, ist exklusiv. Mhm. Und dieses Dünne, was für viele nicht erreichbar ist, ist einfach mittlerweile schon so ein Statussymbol, worauf auch die Werbeindustrie ganz, ganz stark aufbaut. Und das ist ja das Modell der Werbung. Wenn wir jetzt da zeigen würden, wie Herr und Frau Normalo aussehen, dann würde die Werbung wahrscheinlich nicht funktionieren, so wie sie funktioniert. Weil ich mir immer wieder denke. Diskussion. Nein, aber das denke ich mir wirklich, weil wenn ich etwas probiere in einem Shop und ich sehe es dann an der Puppe, schaut super aus und dann sieht man es selber an und es sieht ganz anders aus, ja, weil die Puppe nur aus 3 Zahnstochern besteht. Also das ist schon so etwas, wo ich sage, vielleicht ist es auch eine Idee, so mal aufzugreifen. Aber ja, auf jeden Fall. Also ich will in die Richtung ja auch arbeiten. Ja. Also dein Feed jedenfalls wunderschön, das muss ich unbedingt anschauen. Diana Rasch. genau, es geht jetzt in Kürze bei dir nach Frankreich, nach Paris. Mhm. Was sind so deine Erwartungen dort? Möchtest du dort auch... hast du es wegen am Bloggen gemacht? Nein, ja, ganz nein. Provokante Frage. Ja, ja. Nein, also es war nicht der Grund, aber ich habe natürlich schon auch den Gedanken dahinter, dass sich die Location einfach unglaublich gut nutzen lässt, um Projekte zu starten, um andere Menschen aus der Branche kennenzulernen, um andere Fotografen, Influencer kennenzulernen, mit denen eben zusammenzuarbeiten und einfach, es gibt so viele Möglichkeiten dort in dieser Richtung und ich versuche schon auch neben dem Studium, also das ist eigentlich neben dem Studium mein Hauptziel, dass ich einfach meine Fähigkeiten in dem Bereich weiter aufbaue und auch meinen eigenen Content weiter ausbaue und ja. Was würdest du jetzt jemandem empfehlen, der noch keinen Content jemals gemacht hat, der da jetzt ganz Newcomer ist, das hört und sagt eigentlich, würde ich das auch gerne mal in diese Welt hineinschnuppern oder etwas aufbauen. Wie hast du da mit begonnen? Was waren deine ersten Schritte? Ich hatte erst eigentlich unglaublich viel, ich habe mir sehr viel Inspiration gesucht. Also ich habe mir einfach andere Blogger oder Künstler angeschaut, habe geschaut, was die so machen, was mir gefällt, was ich mir für mich vorstellen könnte. Weil Inspiration eigentlich für mich das A und O ist und es ist auch das, was ich hoffe, was ich vermitteln kann, dass andere Menschen durch das inspiriert und motiviert werden, das ist, was ich tue. Und einfach machen. Ich stand selber so lange vor dieser Hemmschwelle, dass ich das machen wollte und ich habe mich nicht getraut und ich habe 1000 Ausreden gefunden, warum es nicht geht und ich habe nicht die richtige Kamera und ich weiß nicht, wie ich das machen soll und bla 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 bla. Und im Endeffekt ist es wirklich dieses ins kalte Wasser springen und einfach machen. Es gibt auch so viele, wo ich mir denke, die haben tausende Likes und Follower und mal filmen das mit einer verwackelten Handykamera. Ja. Also es kommt auf die Persönlichkeit drauf an und auf das Thema, das man bespricht und wie man es rüberbringt und das Equipment ist da sehr, sehr zweitrangig. Und wie gesagt, einfach nicht zu viel drüber nachdenken, sondern einfach tun. Okay, und bei der Themenwahl war da etwas für dich ausschlaggebend, wo du gesagt hast, du hast das vorher genau überlegt oder war das selber mal so ein, wie du jetzt gerade sagst, du bist noch immer so in diesem mal schauen und mal austesten Phase. Ja. Ist das schon etwas, was länger dauern sollte? Oder? Es kommt drauf an, es gibt Leute, die wissen von Anfang an, was sie wollen und wer sie sind und es gibt Leute, die brauchen da einfach länger dafür und ich bin einfach in den letzten Jahren, ist einfach sehr viel passiert, ich habe sehr viel von der Welt gesehen, ich habe sehr viele neue Eindrücke gewonnen und Themen, über die ich vor 5 Jahren vielleicht berichtet hätte, finde ich jetzt ganz furchtbar und würde ich nie wieder irgendwie Content darüber erstellen. Und ja, ich glaube, da muss jeder für sich einfach in sich reinhören und schauen und was für ihn richtig ist. Und, aber auch nichts bereuen. Also wenn ich jetzt meine Videos anschaue von vor 5 Jahren, dann sterbe ich innerlich 1000 Tode, weil das so peinlich ist. Aber im Endeffekt habe ich viel daraus gelernt. Und ich würde überhaupt, also es ist ganz wichtig, dass man nicht auf die Meinung der anderen Leute hört und einfach sein Ding durchzieht. Und weil man einfach aus allem was lernt und auch aus Fehlern lernt man. Ich glaube, das ist sowieso gerade ein neues Phänomen, das entsteht mit diesen vielen Videos, die man produziert. Die gab es ja früher nicht. So, da hat man mein altes Foto gesehen, hat sich gedacht, oh, wie habe ich mich verändert. Aber wenn ich jetzt viele, viele Videos
Dreh und mir die dann später, wie du sagst, ein paar Jahre später anschaue und die Entwicklung dann auch ja, siehst, das ist, so, ist ja. Das was ganz also anderes. Die Videos von 4 Jahren, ich bin eine komplett andere Person und ich bin auch sehr, sehr froh drüber und es war schon auch irgendwie so ein Mittel meiner Persönlichkeitsentwicklung, könnte man sagen. Auch wenn ich sie jetzt niemals öffentlich herzeigen würde. Aber einfach das machen, was man mag, einfach ausprobieren. Man muss es ja nicht gleich hochladen, man kann ja auch einfach Videos machen für sich selbst und einfach für sich, für die eigene Entwicklung. Man muss ja nicht immer gleich alles ins Internet. Ja. Habe ich auch. Ich habe unglaublich viel Videomaterial, was ich nie veröffentlicht habe. Ja. Gibt es da auch, wo du sagst, was sind so die Gefahren oder die Probleme vielleicht, die da entstehen können, wenn du gerade sagst, nicht alles ins Internet geben. Ich glaube, das ist auch eine Riesenthematik, dass man sagt, was ist denn jetzt noch Privatsphäre? Mhm. Viele haben gar keine Privatsphäre mehr, weil sie ihr ganzes Leben dort quasi veröffentlichen. Was sind so deine Erfahrungen oder deine Einstellung noch dazu? Ja, ich glaube, das Problem ist, dass einfach sehr viele sehr jung damit anfangen und sich einfach nicht bewusst sind, was ihre Taten für Konsequenzen haben könnten. Und wenn sie bestimmte Ansichten im Internet verstreuen, zu denen sie hinterher überhaupt nicht mehr stehen, weil man sich einfach noch so stark verändert, dann kann es natürlich komisch sein. Deswegen einfach über die Dinge nachdenken, die Dinge vielleicht auch gegen nicht lesen lassen, aber dass sie sich andere Leute einfach anschauen und ihr Feedback dazu geben und einfach verantwortungsvoll und bewusst mit den Dingen umgehen. Aber ich finde, solange man selber dahinter steht und seine eigenen Werte dadurch vertritt, dann you do you. Dann soll jeder einfach das machen, was er für richtig hält. Hast du da schon irgendwie mal Erfahrungen gemacht mit Stalkern oder mit Stalking, dass dann jemand dir mühsame Nachrichten geschrieben hat oder dich verfolgt hat? Oder? Nein, also verfolgt nicht, aber ich glaube, jedes Mädchen auf Instagram bekommt irgendwelche seltsamen Nachrichten von irgendwelchen Indern und Pakistanis und irgendwelche seltsamen Nachrichtenanfragen auf Facebook. Ich glaube, das kennen sehr, sehr viele Frauen, aber jetzt wirklich, dass es irgendwie beängstigend wäre, nein. So berühmt bin ich ja nicht. Ja, noch nicht. Ja, aber nicht. Wo siehst du dich in 10 Jahren? Ja, wahrscheinlich schon in 10 Jahren diesen Podcast an und denke mir, ach, Baby me. Ja, aber das ist ja normal, oder? Das ist die Entwicklung, oder? Das ist ja gut, weil wenn wir immer dort wären und uns nicht verändern. Ja, nein, auf jeden Fall. Ich glaube, das zeigt ja nur enorme Veränderung. Ja. Und wo siehst du dich in 10 Jahren? In 10 Jahren? In 10 Jahren bin ich 32. Das ist so schwer zu sagen, weil sich einfach auch meine Wünsche so viel ändern. Aber ich würde es gerne international arbeiten, sehr viel im Bereich einfach Content-Produktion und visuelle Kunst. Du sagst, Content-Produktion ist dir wichtig, das ist auch dein Herzensthema scheinbar. Ja. Ich bin sehr gespannt, wo es hingeht. Ganz kurz noch zum Thema High Heels. Du trägst selber auch gerne High Heels. Ich sehe es auch auf manchen in deinem Feed, immer wieder trägst du sie. Wie stehst du dazu? Was ist deine Sicht? Ja, dadurch, dass ich Mode sehr liebe, finde ich High Heels einfach auch sehr schön. Und ich bin ja auch halb Russin und meine Mama sagt immer, Russinnen werden in High Heels geboren. Was ich nicht ganz bezeugen kann, weil am Anfang konnte ich gar nicht damit laufen. Aber mittlerweile, ich trage sie gern. Es gibt mir ein Gefühl von Selbstbewusstsein und Ästhetik. Aber ich trage sie auch nicht allzu oft, weil ich sie schon auch als schmerzhaft empfinde. Aber jetzt habe ich ja gelernt, dass es nicht so sein muss. Und wir schauen, dass ich deine Tipps und Tricks anwende und in Zukunft kann ich sie vielleicht öfter tragen. Das freut mich besonders. Ja. Super, ja, ich wünsche dir alles, alles, alles Gute und freue mich auf ganz viele Feed-Bilder mit tollen Heels. Das würde mich freuen. Ja, unbedingt. Also auch, liebe Hörerinnen, wenn ihr jetzt zuhört. Diana Rasche, einfach mal schauen, wie es sich entwickelt, wie ist der derzeitige Followerstand? Das wirst du dann ab. Das ist über die 1000. Okay, sehr gut. Also spätestens nach dieser Sendung solltest du... Explosion und ja. Schauen wir mal. Ja, jedenfalls eine spannende Zeit vor dir. Wir könnten jetzt, glaube ich, noch ewig weiter quatschen, weil du wirklich so viele tolle Geschichten aus der ganzen Welt zu erzählen hast. Aber am besten, ja, wir schauen uns das einfach auf deinem Feed dann an. Ja, auf deinen Channels. Ja, danke. Wo bist du sonst noch? Instagram? YouTube? Mhm. Facebook eigentlich nicht mehr wirklich. Twitter. Aber man findet es auch auf deiner Instagram-Seite ja, zum Beispiel. Ja, also Diana Victoria ist ich auf Instagram. Ich werde es auch einblenden. Ich werde es auch schneiden im Podcast, also ich werde es einblenden. Und da kann mir jeder folgen, der gerne möchte. Super. Danke, Diana. Danke dir. Dieser Podcast wurde präsentiert von Marie-Christine Höfler und Top in Heels, Vienna's First High Heels Academy. Du möchtest deine High Heels und Körperkompetenzen verbessern und elegant, sexy und selbstbewusst erscheinen? Dann besuch uns auf www.topinheels.com
und finde das passende Training für dich.